Ich danke euch allen, dass ihr hier seid. Ich danke Mario, dass er seinem Herzen gefolgt ist und wir heute im Rahmen von Trees of Memory die Möglichkeit haben, hier einen Baum der Erinnerung zu pflanzen. Lieber Martin, du hast dein Leben mit Freude gelebt, geliebt und genossen. Diagnose Lungenkrebs. Wir haben gekämpft und alles gegeben. Nach 3 Monaten Krankheit bist du gestorben. Den Hinterbliebenen zieht es den Boden unter den Füßen weg. Bäume sind etwas Wunderbares auf dieser Erde. Bäume bedeuten für mich Leben, Loslassen, Kraft, Ruhe, Freiheit und Erinnerung. Ein Mensch wird nicht sterben, solange ein anderer sein Bild im Herzen trägt. Wir machen in eurem Krater, haben wir jetzt einen Ginkgo-Baum gepflanzt, beziehungsweise ob des Wetters werden wir es nachher pflanzen. Das freut mich ganz besonders, weil nämlich der Ginkgo-Baum auch mein Lieblingsbaum ist. Und so ein Ginkgo-Baum wird rund 2000 Jahre alt und ist eben schon aufgrund dessen ein ganz besonderer Baum und eignet sich auch deshalb sehr gut als Tree of Memory, als Baum der Erinnerung. Dieser Baum soll an euren Vater erinnern, der eines Tages einfach nicht mehr da war. Von einem Moment auf den anderen änderte sich euer Leben, das plötzlich mit unendlicher Traurigkeit und fassungsloser Wut gefüllt war. Es gab keine Umarmung mehr, kein letzter Kuss, kein Liebeswort, kein gemeinsames Spiel. Ich hatte das auch und kenne das Gefühl, denn mein Vater war ebenfalls plötzlich fort. Es war an Pfingsten vor mehr als 30 Jahren. Morgens um 10 klingelte das Telefon und mein noch junges Leben wurde für immer verändert. Mario, dein Vater ist bei einem Verkehrsunfall gestorben, sagte man mir. Den Rest habe ich kaum noch gehört, weil ich nur noch geschrien und geweint habe. Ich musste sofort ganz allein nach Italien, doch es gab keinen Zug und ich musste einen Tag warten. Als ich am nächsten Tag endlich angekommen bin, war die Beerdigung vorbei. Wie ihr zwei habe ich ihn nicht mehr gesehen, nicht mehr mit ihm gesprochen und konnte mich nicht mehr verabschieden. In den Wochen, Monaten und Jahren danach habe ich oft stundenlang geschrien und geweint. Warum bist du gegangen? Warum hast du mich allein gelassen? Wie soll ich denn jetzt ohne dich leben? Es gab Tage, da habe ich ihn gehasst, so wütend war ich auf ihn. Dieses Gefühl hatte ich auch, als mein Freund Jürgen vor 2 Jahren gestorben ist. Ich war wütend, unfassbar wütend und traurig. Es gibt Menschen, die sagen, dass man nicht wütend sein darf und dass das sehr egoistisch wäre. Doch diese Menschen haben nicht recht und verurteilen einfach so unsere Gefühle. Es ist gut, wütend zu sein. Wenn wir traurig sind, wenn wir weinen, wenn alles wehtut, die Augen, der Kopf, der Bauch, die Seele, dann passiert etwas mit uns. Es fühlt sich an, als ob ein böses, wildes Tier von uns von innen auffrisst. Wir können nicht mehr lachen und die Tage sind schrecklich. Das fühlt sich nicht gut an und wir bekommen Angst. Und wenn wir Angst haben, dann werden wir erst recht wütend und aggressiv, weil wir uns gegen dieses böse Tier wehren müssen. Wenn wir traurig sind, dann müssen wir einfach weinen. Und nach einer Zeit fühlen wir uns auch wieder besser. Und so ist es eigentlich auch mit der Wut. Ein Gefühl, das gelebt werden möchte und gelebt werden muss. Wenn wir die Wut nicht rauslassen, dann bleibt sie in unserem Bauch und fängt an, uns kaputt zu machen und wir werden krank. Wenn ihr wütend seid, wenn ich wütend bin, dann mache ich manchmal auch Dinge kaputt. Danach geht es mir besser. Wenn wir nicht wütend sein dürfen, wenn wir still sein sollen, dann wird die Wut etwas in uns kaputt machen. Deshalb darf man auch wütend sein, selbst auf den eigenen Papa. Vor ein paar Tagen hat mir eine Frau erzählt, deren Vater ebenfalls vor nicht allzu langer Zeit gestorben ist, dass sie so wütend auf ihn war, dass sie schreiend durch den Wald rannten. Wir alle haben unsere Wut. Aber neben der schlimmen Traurigkeit und neben der Wut hatte ich, als mein Papa gestorben ist, noch ein ganz anderes schlimmes Gefühl. Ich hatte Angst um meinen Papa, weil ich nicht wusste, was jetzt mit ihm ist und wo er ist. Ich dachte sehr oft, dass Papa jetzt gar nicht sehen wird, was ich mache, wie es mir geht.
Er wird meine Briefe nicht lesen, er wird mich nicht aufwachsen sehen, er wird nicht sehen, wie ich den ersten Freund habe. Ich kann ihm nicht mehr erzählen, wann ich ihn brauche und ich kann ihm auch nicht mehr sagen, dass ich ihn liebe. Manche Leute sagen, dass wenn man tot ist, kommt nichts mehr. Andere sagen, dass da eine ganz andere Welt ist und ein ganz neues Leben ist. Doch niemand weiß es, weil noch nie jemand zurückgekommen ist und davon erzählt hat, wie es ist. Menschen reden von einem Gott, der da auf uns wartet und den wir dann treffen werden. Doch dieser komische Gott, von dem alle reden, hat auch noch nie jemand gesehen. Keiner weiß, wie er aussieht. Niemand weiß, ob es ihn wirklich gibt. Alle reden von ihm, doch man hat ihn noch nie gesehen und noch nie angefasst. Und es ist noch nie jemand zurückgekommen und hat gesagt, ich habe ihn gesehen. Eines Tages wird jeder von uns spüren, dass es Zeit wird zu gehen. Wir wissen, dass der Moment kommen wird und dass wir uns auf eine Reise machen werden. Wir wollen nicht, aber wir müssen. Und viele haben Angst davor. Manche haben keine Zeit, darüber nachzudenken. So wie mein Papa, so wie euer Papa. Es geht so schnell. Auch sie wussten nicht, was mit ihnen geschieht. Es ist dann noch nie jemand zurückgekommen und hat erzählt, wohin die Reise geht und wie es sein wird. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wohin ist denn mein Papa gegangen? Und deshalb möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen von Zwillingen. Wir beide, zwei Brüder, die noch ganz klein waren und im Bauch der Mutter lebten, da hatten sie noch ganz, ganz viel Platz. Und wie wir sprachen die Brüder miteinander und sagten, boah, ist es toll hier. Und je mehr sie spürten, was alles um sie herum passiert und was sie alles machen können, umso größer wurde ihr Bewusstsein und damit auch ihre Freude. Und beide sagten, dass es echt großartig ist, in diesem Bauch zu sein. Ist es nicht total toll, dass wir hier leben? Fragt der eine den anderen. Ja, total super, echt krass. Und es ist echt schön, ich freue mich. Als die Zwillinge ein bisschen größer waren, besser denken konnten, begannen sie im Bauch der Mutter rumzuschwimmen und die Welt zu entdecken. Sie fassten alles an, klopften an jede Wand und traten mit den Beinen auch mal ganz fest zu. Und eines Tages stellten sie fest, dass ein großer Schlauch von ihrem Bauch zur Mutter ging und sie durch diesen Schlauch ihr Essen bekommen. Da weinten beide vor Freude und hatten die Mutter ganz doll lieb. Schau mal, was die Mutter mit uns macht. Die teilt ihr Essen und die teilt ihr Leben mit uns. Mit dem Schlauch hier. Ich habe Mama richtig lieb, sagte der eine. Und der andere sagte auch, ich auch. Mit den Wochen und Monaten wurden die Brüder immer größer und die Welt im Bauch veränderte sich. Plötzlich hatten sie gar keinen Platz mehr. Und irgendwie wurde alles eng und eigentlich war es gar nicht mehr so schön. Es fing an zu zwicken und zu zwacken. Der eine schubste den anderen ständig, tat was weh und immer hatte man die Hand des anderen im Gesicht. Und irgendwie wussten plötzlich beide, dass es wohl nicht mehr lange dauern wird und sie gehen mussten. Aber wohin gehen wir, fragten sie sich. Da ist doch nichts, sagten sie. Woher bekommen wir Essen, wenn der Schlauch nicht mehr da ist? Die Angst und die Sorgen der beiden wurden immer größer. Ich will nicht gehen, sagte der eine. Ich will für immer hier bleiben. Das geht aber nicht, sagte sein Bruder. Aber vielleicht gibt es ja ein Leben nach der Geburt. Sein Bruder zweifelte. Wie soll das sein? Vor uns waren schon andere hier im Bauch und keiner ist zurückgekommen. Wir werden unseren Schlauch mit Essen verlieren. Nein, da ist nichts mehr. Das ist das Ende, da bin ich mir ganz sicher. Sein Bruder protestierte. Aber da muss was sein. Wie sollten wir denn sonst hier in den Bauch zur Mutter hineingekommen sein? Wie könnten wir hier sonst am Leben sein? Schwimmen, treten, uns anfassen? Da schaute ihn sein Bruder sehr ernst an und sagte, hast du jemals unsere Mutter gesehen? Hast du jemals mit ihr gesprochen? Vielleicht hat man sich die Mutter nur ausgedacht. Und es ist eine wilde Geschichte, damit wir das Leben besser verstehen und nicht verrückt werden. Ich weiß nicht, ob es Mutter wirklich gibt. Glaube nicht. Und die beiden Brüder wurden still und die folgenden Tage waren ganz schwierig, weil sie sehr traurig waren und nicht wussten, was passieren wird. Noch nie hatte jemand die Mutter gesehen. Noch nie ist jemand zurückgekommen. Noch nie konnte jemand ohne Schlauch am Bauch
und ohne Essen überleben. Und schließlich kam der Moment der Geburt, und als die Brüder ihre Welt verlassen haben und der Schlauch zur Mutter abgeschnitten wurde, öffneten sie ihre Augen und sie sahen plötzlich die Mutter. Sie fassten sich an und stellten fest, dass sie noch da waren, dass sie lebten und dass alles um sie herum noch viel toller und schöner war und wirklich alles übertraf, selbst die größten und die buntesten Träume, die sie jemals hatten. Weg waren alle Sorgen, weg war die ganze Angst. Der Baum, den wir nachher pflanzen, der Ginkgo, der ist für euren Papa. Und ich habe am Anfang gesagt, dass es ein ganz besonderer Baum ist. Wenn ihr euch die Blätter anseht, dann seht ihr, dass sie aus zwei Teilen bestehen. Der eine Teil steht für die Liebe und der andere Teil steht für die Freundschaft. Deshalb ist dieser Baum nicht nur für euren Papa, sondern auch für euch und die Mama. Weil die Liebe und die Freundschaft zu eurem Papa wird immer bleiben, ganz gleich, wo er jetzt ist. Und wisst ihr was? Ich fühle, dass unsere beide Väter nicht fort sind, weil beim Aufgang der Sonne und bei ihrem Untergang erinnern wir uns an sie. Beim Wehen des Windes und in der Kälte des Winters erinnern wir uns an sie. Beim Öffnen der Knospen und in der Wärme des Sommers erinnern wir uns an sie. Beim Rauschen der Blätter und in der Schönheit des Herbstes erinnern wir uns an sie. Zu Beginn des Jahres und wenn es zu Ende geht, erinnern wir uns an sie. Wenn wir müde sind und Kraft brauchen, erinnern wir uns an sie. Wenn wir verloren sind und krank in unserem Herzen, erinnern wir uns an sie. Wenn wir Freude erleben, die wir so gerne teilen würden, erinnern wir uns an sie. Solange wir leben, werden sie auch leben. Denn sie sind nun ein Teil von uns, wenn wir uns an sie erinnern. Lass mal einen Baum? Ja. Ja. Ja.